Am späten Donnerstagabend kam es in Korbach zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Nach Informationen der Polizei wurde hierbei ein 15-Jähriger durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Ein unter dringendem Tatverdacht stehender 19-jähriger Mann aus Korbach wurde noch am Abend festgenommen. Weitere Informationen konnte die Polizei noch nicht bekannt geben. Aufgrund der Spurensicherung wurde der Tatort weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr Korbach leuchtete die Einsatzstelle aus.